So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe etwas bekommen. Ich habe etwas Großartiges bekommen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich weiß, von wem es ist. Deshalb muss es großartig sein. Und zwar hat der liebe Narias vom Commander Unlimited Podcast, super Typ, hat mir was geschickt. Und das mache ich jetzt mal hier on Kamera auf und gucke mir das mal an, was das ist. Ich bin mega gespannt. Bin wirklich, wirklich gespannt. Weil er hat es mir vorher nicht gesagt, dass irgendwas kommt. Dementsprechend war ich da etwas verwirrt. Und selbst wenn er es gesagt hat, vielleicht habe ich es wieder vergessen. Aktuell läuft bei mir eh alles drunter und drüber. Deshalb, wenn du es gesagt hast, es tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Aber ich bin gespannt. Vielleicht erinnere ich mich. Aua, aua, aua. Ja, da ist ein Brief drin. Oh mein Gott, wie cool. Da steht: Hey Marc, bald steht hier Infinity an und ich dachte mir, ich schicke dir dafür mal was aus der Vergangenheit. Ich hoffe, du hast Freude damit. Grüße aus Österreich. Ja. Ich habe mich an dem Paket geschnitten. Mit Blut, Herzblut dabei. Mega, ich habe schon gesehen, was drin ist. Mega. Wow, ist das dein Alter. Also zuallererst, hier, könnt ihr den QR-Code bitte einscannen. Da geht es dann zum Commander Unlimited. Oh mein Gott, die sind sogar richtig cool. Mein Gott, wie cool. Gefällt mir, werde ich bei uns mal im Laden ein paar liegen lassen. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, Unstable, mega cool. Rausgekommen vor gar nicht so langer Zeit, in Anführungsstrichen. Wann war das? Ich versuche es jetzt nicht irgendwie kaputt zu reißen. Schau mal, vorsichtshalber. 2017. Gar nicht so lange Zeit, aber das hier. Oh mein Gott. Erstens, das ist ein Papierbooster. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht oder hört. Das ist ein Papierbooster. Und das war mal eine meiner ersten Berührungen mit Magic. Tatsächlich. Wow. Wow, ich bin gerade super hart geflasht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Damals schon zu Hasbro gehört, by the way. Oh, 2004. Unhinged. Es gab davor noch das Unglued. Und das Unglued, das war meine allererste Berührung mit Magic. Mit 2004, mit diesem Set, da gab es auch noch diese WCD-Decks. Und das war mega cool. Und da habe ich halt ganz viel Berührung mit, weil da hat es dann angefangen, dass ich wirklich angefangen habe, mehr Competitive zu spielen und so weiter und so fort. Aber mit Unglued, also dem allerersten, da war es so, da gab es so Karten, die man so mit dem Föhn wegblasen musste und so weiter. Das war meine erste Geschichte. Ich habe das schon mehrfach bei unserem Podcast erzählt. Und ja, mega. Und Unhinged mit Climax war das zweite, was dann kam nach Unglued. Unhinged, Unstable, Unsanctioned war diese Box und dann kommt jetzt Infinity. Oh mein Gott, mega. Ich traue mich gar nicht, die aufzumachen. Wir sind 5 Minuten im Video und ich habe hier nichts aufgemacht, weil ich mich nicht traue. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hier noch mit Silberrand. Aber gar nicht so silber, wie ich den in Erinnerung hatte. Ich habe die lange nicht mehr aufgemacht. Wenn ihr seht, das hat zwar so einen leicht silbrigen Rand, aber ich habe immer gedacht, die wären so richtig krass silber. Das ist lange her, dass ich das aufgemacht habe. Ja, 2017. Oh mein Gott. Feisty Stegosaurus. 5 Mana 4-2. Mit lustigen Sachen. Und zwar dieses Feisty Stegosaurus. Das war im Endeffekt Mutate. Also wir haben hier eine Mutate-Karte. Was halt alleine schon mega cool ist von der Idee und allem drum dran her. Und ja, der hat halt, wenn er ins Spielfeld kommt, rollen wir einen 6-seitigen Würfel und diese Kreatur schiebt Schaden einer Kreatur zu, die einen Gegner kontrolliert, in Höhe der Würfel. Und wir können dann halt so Half Cat, Half da noch davor setzen. Vielleicht ziehen wir so eine. Kann ich es euch zeigen. Chipper Chopper, 5 Mana 1-1 fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt, können wir ein anderes Artefakt opfern, können +2/+1/+1 machen auf den Leben und eine Contraption assemblen. Das mit den Contraption war wirklich sehr, sehr, sehr strange und muss ich jetzt hier nicht erklären, glaube ich. Hoisted Hireling, Zombie, 3 Mana 2-1, wenn er was hat fliegend, solange er über dem, also wenn ich den über dem Feld halte, also wenn ich den so halte, dann hat er fliegend. Und wenn ich den so angreife, dann muss ich ihn aber in der Hand halten. Witzig. Ground Pounder, oh mein Gott, die
diese Hasen. 2 Mana, 2, 2, 4 Mana, wir machten einen sechsseitiger Würfel, wirft man und er kriegt plus 6, wobei X die Anzahl des Ergebnisses sind. Wenn man eine 5 oder höher würfelt, kriegt er Trampel. Damals waren Würfel noch was Besonderes, was halt in so ein Unset rein musste. Danach, ja, dank Dungeons and Dragons, also Adventure of the Forgotten Realms, ja, gibt's das jetzt auch so. Hier ist auch irgendwie das Schwert auf Dungeons and Dragons drin, glaube ich. Auch mega cool. Da, Numbling Jellyfish, auch hier so eine halbe Karte, 4 Mana 2, 3, wenn er ins Spielfeld kommt, sechsseitige Würfeln und eine Kreatur, ein Spieler mild X Karten, wobei X die Results sind. Okay. Real Epic Punch. 2 Mana eine Kreatur kriegt +2/+2 und der Host. Was? Ach, wenn es der Host oder der Argue ist. Das heißt, wenn es der Host der Vorderseite oder die Rückseite ist, ja, das ist ganz nice. Und dann fightet es eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Angelehnt an den Bear Punch. Aus Khans of Tarkir, glaube ich. Genau, hier haben wir so eine Hälfte. Humming Jellyfish haben wir dann zum Beispiel. Humming Jellyfish, das ist eine Mutate-Karte. Die sagt dann fliegend und whenever you attack with two or more creatures, dann machen wir einen sechsseitigen Würfel und so weiter und so fort. Und der gibt +2/+3. Oh mein Gott, Novellum Mental, 2x2/1 fliegend und kann blocken. Was? Kann nur Kreatur mit Fliegen blocken, okay. Den verstehe ich nicht. Jane Eyre, verstehe ich nicht. Kann mir jemand erklären, danke. Kein Lecognition, 2x1/3. Ja, Zauber, die zu Contraption oder Artifacts in der Regeltext irgendwie was damit zu tun haben, kosten einmal weniger. Sehr cool. Contraption Cannon. 4x Artifact, 2 Mana, wir können das Ding opfern, um einem Spieler oder einer Kreatur Schaden in Höhe der Contraptions, die wir haben, zu machen. Dann haben wir einen Ninja. Oh mein Gott, ein Ninja. Ja, wir können hier zum Beispiel nicht nur den Ninja Jellyfish machen, sondern wir können auch den Ninja Stegosaurus machen. Und immer wenn Ninjas Augment heißen die Ability, kann man machen, wie immer, wie man eine Fähigkeit hat. Also man kann die praktisch in jede Zone im Endeffekt so drauflegen. Und immer wenn die Spieler Kampfschaden zufügt, dann machen wir das dann. Ist ganz witzig, wenn sie angreift und man kann das Ding praktisch drauf in die Zone. Witzig jetzt gerade auch, wo wir jetzt Kamigawa hinter uns haben und so weiter. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wir haben Oddly Uneven. 5 Mana Sorcery. Wir zerstören jede Kreatur mit einer ungeraden Anzahl an Wörtern im Namen. Wow, geil. Oder wir zerstören alle Kreaturen mit einem geraden Anzahl an Wörtern im Namen. Lol. Okay, kann man machen. Finde ich witzig. Ich mag dieses Set. Ich finde dieses Set mega cool. Oh mein Gott, ein Sumpf. Mega cool. Die waren richtig schön. Ich kenne auch einen Kollegen von mir, der hat die ganz oft gespielt, tatsächlich. Dann haben wir eine Sunring Fork. Das ist eine Contraption und immer wenn man die crankt, zerstören wir ein Artefakt. Dann haben wir Applied Aeronautics. Auch eine Contraption, wenn die gecrankt wird, kriegt eine Kreatur +1/+0 fliegend und ist ein Artefakt zum zusätzlichen Typ. Und wir haben einen Zombie. Stimmt, die waren diese wunderschönen Tokens drin. So schön, ich mag das. Ich mag das. Vielen, vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt noch weiter, keine Sorge. Aber oh mein Gott. Diese Papierbooster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die haben hier sogar eine Reißleine. Warum steht das hier nirgends, dass die eine Reißlinie haben? Haben die eine Reißlinie? Jo, die haben eine Reißlinie. Das steht hier aber in echt nirgends, oder? Oder bin ich so doof, dass das... Ja, ich bin wahrscheinlich irgendwo so doof. Gott, das Poster muss ich aufbewahren. Oh, so cool. Wir haben... Dieses Hof ist der Wahnsinn. Art for Looter. Also wo hier alles so um die Construction und so weiter ging, geht es hier ganz viel um Artists. Und deswegen habe ich damals das nicht ganz verstanden, weil bis heute sind Artists für mich ganz coole Menschen, die Magic Artworks machen, aber nichts, was man so in den Himmel hebt oder so. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht. 3x1/2, tappen wir 10 Karte, werfen eine Karte ab. Immer ein permanentes, dass ein Artist, also ein Künstler, mit einem permanenten, was wir kontrollieren, gleich haben, wird der untappt. Farewell to Arms, also tschüss Arme. 3x Enchantment, comes into play und dann sucht man sich eine Hand vom Gegner aus und wenn der die Hand nicht hinter seinem Rücken hat, was, kann man das Ding opfern und wenn man das tut, wirft der Spieler seine Hand
Karten ab. Also hier ist wirklich Hand of Cards, also Handkarten ab. Krass, die sind witzig. Mana Flare, 2 Mana Instant. Wir kriegen ein rotes Mana für jedes Non-Basic Lands, das ein Artist unserer Wahl gezeichnet hat. Super Size. 2 Mana, eine Kreatur kriegt plus 3,5, plus 3,5. Hammer. Standing Army, 4 Mana 2,4. Solange wir stehen, also der Spieler steht, hat die Wachsamkeit. Also hier ist wirklich noch viel mit Bewegung, mit Künstlern und sonst was. Und hier war halt mehr so ein bisschen auf Würfeln und so. Das Würfeln, was Witziges ist. Ich muss halt sagen, Würfeln ist halt nicht so witzig, wenn es jetzt halt ein normales Ding ist. Aber hier, das ist schon witzig. Dann 3 Mana, countern wir ein Spell, es sei denn, wir schätzen halt 3,5 Mana mit Flex Sea. Don't worry about it, it happens to every mage sooner or later. Ja, das ist eine Anspielung auf die andere Karte, die da theoretisch hätte drunter sein können. Badass. Damals haben wir uns noch ganz lustig drüber gemacht, dass Ass ja auch Arsch scheißen kann und nicht nur Esel. 4 Mana, 3,5, 1. Für 2 Mana müssen wir growlen. Also, naja, wie so ein Esel halt machen. Und dann wird er regeneriert. Mega. Touch and Go. 4 Mana, wir zerstören Land. Und immer wenn der Gegner sich ins Gesicht fasst, können wir Gotcha sagen. Und wenn wir das machen, bringen wir die aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das heißt, man darf sich nicht ins Gesicht fassen. Sollte man sowieso aktuell nicht, aber trotzdem. Graphic Violence, sehr cool. 3 Mana Instant, alle Kreaturen von einem Künstler unserer Wahl kriegen plus 2, plus 2 und Trampel bis zum Ende des Zuges. Warning! The Dominarian Surgeon General has found that Savage Beatings can lead to Chump Blocks. Life Reduction and even Game Loss. Nice. Sehr cool. Yeah. Fascist's Art Director, 3 Mana 2,2 und der kriegt für 2 Mana Schutz vor einem Künstler unserer Wahl. Sehr, sehr cool. Ist tatsächlich irgendwo eine Anspielung drauf hier unten mit dem Künstler. Das weiß ich noch. Die Geschichte gehört da irgendwie mit rein, mit den Künstlern. Sehr cool. Und oh mein Gott. Witzig. Artinal Ikpaid, 6 Mana, 3,3 und ich habe keine Ahnung, was Obelyard Ixtary heißt. Und ich kann auch sonst nichts davon lesen. Ja? Weil, naja, ich hab's nie verstanden. ja. Das heißt auf jeden Fall Sacrifice. Wir können es opfern. Ich glaube, das heißt Double Strike. Und ja, das sind halt so, ja. Egal, lassen wir das. Side to Side, 3 Mana Instant. Du und dein Gegner Arm Wrestle, das heißt, hier, Arm drücken. Und wer gewinnt, kriegt einen 3-3 Affen ins Spiel. Sehr witzig. Und unsere, noch nicht ganz. Unsere Ding ist ein Mana Screw. Gut, wer kennt's nicht? 1 Mana, wir werfen eine Münze. Und wenn wir den Flip gewinnen, kriegen wir 2 Mana. Können wir nur machen wie ein Instant. Also sowas ähnlich wie schlechter Soaring. Und unser Land schon. Wo ist unser Rare? Unser Rare ist dahinter. Wir haben hier schon wieder einen Sumpf von John Avon. Sehr cool. Er hat auch den anderen Sumpf gemacht. Also die John Avon-Sümpfe waren da tatsächlich drin. Und unser Rare ist Letterbomb. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich eine Letterbomb geschenkt bekommen habe? 6 Mana Artefakt, wenn er ins Spielfeld kommt. Unterschreibt man diese Karte und mischt sie in das Gegnerdeck. Dieser Spieler, was... Revealed Karten, die er zieht, bis er die Letterbomb drawt. Wenn er sie drawt, fügt sie 9,5 Damage zu ihm. Dear Magic R&D. Ja, ich bin begeistert. Sehr cool. Ja, mega. Mega, 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 mega. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das Bald ist ja, es ist halt leider verschoben, aber trotzdem mega. Mega. Ich freue mich mega. Ich bin super begeistert. Danke auf jeden Fall dafür und ich habe es schon oft gesagt, schaut bei den Jungs rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.